Guten Abend. Vielen Dank für den freundlichen Empfang. Schön, dass ihr alle da seid und dass ihr vielleicht diesem Ruf gefolgt seid, Rolex für alle. So heißt das neue Album von Disaster und mit ihm wollen wir heute darüber und über vieles mehr sprechen. Begrüßt mit mir Disaster! Hallo. Disaster, wir sind ausverkauft und es ging rasend schnell. Deswegen möchte ich einen Witz erzählen. Und zwar gibt es einen Witz, den hat Billy Wilder mal erzählt, der berühmte Hollywood-Regisseur. Und zwar gab es da ein Ehepaar in New York, das wollte unbedingt das Erfolgsmusical My Fair Lady sehen und hatte große Probleme, an Karten zu kommen. Monate gewartet und dann tatsächlich Karten für eine Matinee-Vorstellung bekommen. Und sie waren da, waren begeistert. Es ist Pause, der Mann blickt neben sich und da ist ein Stuhl frei. Und er wundert sich, wir warten monatelang und hier ist ein Stuhl frei, wie kann das sein? Und er fragt den Herrn daneben, entschuldigen Sie, hier ist ein Stuhl frei, das ist doch unmöglich. Und dieser Herr sagt, ja, das ist eine traurige Geschichte, eigentlich wäre ich mit meiner Frau heute hier, aber die ist verstorben. Und dann sagt der Mann, ja, das ist natürlich sehr traurig, aber hätten Sie nicht jemand anders fragen können? Vielleicht einen Bruder, einen Schwager, irgendjemand aus der Familie, einen guten Freund? Und dann sagt der Herr, ja, das ist das Problem, die sind alle bei der Beerdigung. Wir wollen über dein Album sprechen, wir wollen darüber sprechen, ob dein Ruf nach Rolex für alle realistisch ist. Wir gehen dem auf die Spur. Aber zunächst lass mich fragen, wie schwer wiegen deine Träume, deine Sehnsüchte? Also erstmal grundsätzlich nochmal vielen Dank, dass ihr alle da seid und gekommen seid, um uns beim Reden zuzuhören. Also bei Wolfgang kann ich es noch verstehen, aber bei mir war ich dann doch schon sehr verwundert, dass die Tickets so weggegangen sind, ohne dass wir jetzt groß die Werbetrommel gerührt haben. Also macht gerne mal einmal Applaus für euch selber. Vielen Dank, dass ihr da seid. Und du spielst damit ja an auf eine Zeile aus dem Intro auf dem Album und ich würde schon sagen, die wiegen schon schwer, weil ich ein ehrgeiziger Typ bin und ein sturer Bock auch und ich schon sehr lange Musik mache und immer da einen großen Anspruch hatte, der nicht immer der Realität entsprochen hat. Und das hat schon schwer gewogen und in einem politischen Sinne versuche ich natürlich, also auf der einen Seite bin ich irgendwie Künstler, mache Unterhaltung und es ist mir wichtig, irgendwie Leute zu unterhalten und denen eine gute Zeit zu geben und da will ich auch nicht zu prätentiös oder das auch nicht größer machen, als es ist am Ende des Tages. Ich habe schon auch irgendwie den Anspruch oder das Interesse, dass diese Welt oder bin der Meinung, dass diese Welt eine bessere sein könnte und würde es mir wünschen. Und wenn man das als Traum versteht, dann ist das auch auf jeden Fall ein schwerwiegender Traum, insbesondere in den Zeiten, in denen wir gerade leben, ne? Und du bist realpolitisch auch engagiert in der Form, dass du zur Not auch zur Flex greifst und dann was tust, vielleicht kannst du das beschreiben für die, die es noch nicht gesehen haben, obwohl es ziemlich unwahrscheinlich ist, dass es jemand nicht gesehen hat. Also ich wohne ja mein halbes Leben jetzt gefühlt auf St. Pauli und komme da natürlich viel auch mit Menschen in Kontakt, insbesondere noch mehr, seit ich meinen Hund habe, habe ich das Gefühl, dass ich irgendwie noch engeren Kontakt zu dem Stadtteil habe. Und komm da natürlich auch mit Obdachlosen, die auf der Route liegen, die ich in der Regel gehe mit meinem Hund in Kontakt und habe dadurch natürlich irgendwie über die Jahre ein anderes Gespür oder eine andere Empathie dafür entwickelt, als irgendjemand, der irgendwie in den Elbvororten lebt und wenn man mit offenen Augen durch die Städte und die großen Metropolen geht, dann sieht man ja überall so Defensive Architecture und Defensive Design, wo es darum geht, irgendwie Obdachlose zu vertreiben. Jedenfalls, long story short, diese Bügel sind so ein paar hundert Meter vor meiner Haustür und die waren mir irgendwie immer ein Dorn im Auge und es war super befriedigend, die wegzuflexen. Also es sind Bügel irgendwie, die auf so einem...
Und diese Architektur gibt es ja nicht nur in Hamburg, sondern die beobachten wir überall. Wir beobachten, dass der öffentliche Raum so konstruiert wird, dass dort Obdachlose keinen Platz mehr haben sollen, keinen Schlafplatz mehr haben sollen. Wir kennen das aus den Foyers von Banken, wo im Winter die Heizung so hoch gedreht wird, dass man dort sich zwar hineinflüchten kann, um sich aufzuwärmen, aber man kann dort nicht schlafen, weil man dort 28 Grad produziert, dass so auch keine Obdachlosen da übernachten können. Also das sind ja alles Politiken, die uns tagtäglich begegnen. Würdest du sagen, dass man mit so einer Aktion zum einen natürlich jetzt real etwas verändert, indem da zumindest das schon mal ganz gut weggeflext ist, aber in gewisser Weise wird damit ja auch wieder eine Debatte darüber angeregt, wem gehört eigentlich der öffentliche Raum? Also ich glaube, am Ende des Tages ist das ein repräsentativer Move, dass ich die Dinger da weggemacht habe. Ich würde mir jetzt nicht anmaßen zu sagen, dass ich jetzt irgendwem damit groß geholfen habe. Aber ich habe jetzt ja irgendwie mit NDR dazu gedreht, ich habe mit Dreisat dazu gedreht. Das wird jetzt gerade ausgestrahlt, während wir hier sitzen, kommt aber in die Mediathek. Und mir war es irgendwie wichtig, insbesondere im Anbetracht der derzeitigen wirtschaftlichen Situation, nochmal Aufmerksamkeit und Awareness dafür zu schaffen, irgendwie, dass es halt Menschen gibt, die auf der Straße leben. Und ich glaube, vor dem Hintergrund war es ein Erfolg. Durch diesen öffentlichen Raum gehst du in deinen Schuhen, in meinen Schuhen, so heißt der erste Song auf deinem Album. Und da dankst du auch vor allem Freunden und Weggefährten. Es gibt ja diese Künstlererzählung, der Künstler, der löst sich von allem, der erfindet sich komplett neu, konstruiert sich eine eigene Biografie, die er eigentlich so gar nicht hatte. Die Biografen später decken dann auf, wie es wirklich war. Aber was doch auffällt im Hip-Hop und was auch auffällt, wenn man dein Album sich genau anhört, ist, dass du immer sehr deutlich machst, woher du kommst und wem du auch etwas zu verdanken hast. Ich glaube, dass das bei allen möglichen Erfolgsgeschichten immer irgendwie gekonnt rausgerechnet oder rausgehalten wird, wie viel das dann auch mit Glück und mit Zufällen zu tun hat und dass man zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort ist, dass man die richtigen Leute um sich herum hat. Irgendwie, ich hatte immer das Privileg, irgendwie gute Freunde zum Beispiel zu haben, was ich auch als ein riesiges Privileg begreife, weil ich glaube, dass es auch einfach viele Menschen gibt, die nicht gute Freunde haben und schon gar nicht viele, wobei man natürlich, also ich glaube, wenn man alle Freunde hat, hat man keine so, aber das ist mir wichtig, das immer zu erzählen, dass ich jetzt nicht irgendwie so eine liberale Erfolgsgeschichte darstelle, die irgendwie erzählt, ich bin im luftleeren Raum aufgewachsen und hab mir alles irgendwie und alles ist nur mein Fleiß und mein Blut und mein Schweiß und meine Tränen, ja. Auf diese neoliberale Erzählung kommen wir noch, wonach, dass man selbst einfach alles geschafft hat, weil man so diszipliniert war. Aber springen wir mal zum nächsten Song erstmal rüber. Und es ist ja so, dass es manche vielleicht auch ein bisschen verwundern wird, dass wir hier gemeinsam auf der Bühne sitzen, da ich nicht so sehr mit deinem Musikgenre in Berührung bislang gekommen bin, dich natürlich vorher schon kannte und wir uns ja hin und wieder auch geschrieben haben. Aber du hast mich eigentlich schon ab dem zweiten Song dann bekommen, dass ich dachte, das funktioniert sehr gut rhythmisch, das funktioniert deshalb auch so gut, weil die Melodien einem einen Zugang verschaffen. Kannst du was dazu sagen, musikalisch, welchen Stellenwert hat die Melodie? Denn wir haben ja heute oft, wenn man sich so Spotify-Hitlisten ansieht, den Fall, dass man da populäre Songs hat und ich bin immer auf der Suche nach der Melodie und habe nichts im Ohr, wenn ich sie gehört habe. Sie sind eigentlich so durchgerauscht und ich habe jetzt schon einige Songs von dir, nachdem ich das Album dreimal gehört habe, sehr deutlich im Ohr. Also erstmal, das sowieso nochmal grundsätzlich, ist mir eine Riesenehre, dass du dir die Zeit nimmst, dass du dich hier mit mir hinsetzt. Ich bin dementsprechend nervös auch, weil ich große Angst habe, Gefahr zu laufen, hier wie ein Dummkopf neben dir rüberzukommen. Aber ich glaube, ich habe dir das Album geschickt. Vielleicht das nochmal grundsätzlich zur Erklärung. Ich hatte mir überlegt, dass das toll wäre, wenn wir irgendwie mal was machen. Ich bin ein großer Fan von dir, guck mir alles an, hör mir alles an irgendwie und wollte mich ja irgendwie mit dir unterhalten. Dann war schnell die Idee, dass wir das ja filmen könnten und dann kam ja die Idee, dass wir das vor Publikum machen könnten und dann kam die Idee, dass wir auch über das Album sprechen könnten, das vielleicht erstmal grundsätzlich und vielen Dank, dass du hier bist, also da freue ich mich sehr drüber, das wollte ich nochmal sagen, aber eins nochmal an.
bin echt ein bisschen nervös. Aber das nochmal zu der Melodie. Also die Melodie ist ja eine, die... Also du produzierst ja in dem Sinne keine Ohrwürmer, aber es ist ja schon sehr viel, was durch die Melodie hängen bleibt, was auch dann über den Inhalt hinausgeht, sondern dass die Musik wirklich als Musik im Ohr bleibt. Wie wichtig ist dir das? Ich glaube, dass politischer Rap immer den Fehler gemacht hat und ich glaube, ich in dem einen oder anderen Song auf jeden Fall auch, dass er nicht nur textlich schwer zugänglich war oder jetzt nicht gerade was für ein Mainstream ist, mit Anführungsstrichen, sondern oft dann halt auch musikalisch. Und ich glaube, dass meine Musik nochmal ganz neue Leute gefunden hat oder ganz neue Leute meine Musik gefunden haben, dadurch, dass ich mir große Mühe gebe, dass das alles jetzt melodischer ist, dass es vielleicht ein bisschen moderner ist und dass ich damit einfach auch mir ein neues Publikum erschließe im Idealfall. Und dementsprechend ist das extrem wichtig. Die Inhalte sind die gleichen eigentlich, wie sie immer waren. Die Texte sind im Wesentlichen das Gleiche, was sie immer waren. Nur die Musik ist, glaube ich, viel zugänglicher und eingänglicher geworden. Und ja, und dadurch kriegen es auch Leute mit, die es früher nicht mitbekommen hätten. Das heißt, politische Kunst, würdest du sagen, ist auch dann besonders gut, wenn sie auch einen Unterhaltungsfaktor hat? Ja, ist eine schwere Frage, aber ich, also am Ende des Tages ist jetzt Musik nicht das Medium, also ich bin kein Philosoph oder Soziologe, der jetzt irgendwie große Fachbücher schreibt zu irgendwelchen Themen, wo man sich irgendwie mit der nötigen Präzision irgendwelchen Themen nähern kann. Also wenn man so will, ist ja Musik so, gerade mit einem popkulturellen Anspruch, voll populistisch so und immer kurz und knackig und Punchlines. Und das ist, glaube ich, auch wichtig. Also wenn man irgendwie, wenn man Leute mit politischen Inhalten über Musik erreichen will, dann ja. Wir leben von day to day, schieben den Pain away. So heißt es in deinem zweiten Song. Wie kommst du auf so eine Zeile? Ist das Desaster geht mit dem Hund durch die Straßen, beobachtet, kommt zurück und notiert eine Zeile oder spricht es schon ins Smartphone ein? Nee, es ist so, dass es im Studio eigentlich so abläuft, dass man Hooks, also Refrains, toplined. Also dass man quasi erstmal irgendwie in Kauderwelsch eine Melodie einsingt und dann am Ende einen Text drauflegt. Und mitunter ist das halt sehr schwierig, gerade dann irgendwie mit deutschen Wörtern. Und Herbert Grönemeyer macht das übrigens also ganz, auch so. Ich finde es traurig, dass du die Zeile zitierst, weil ich würde sagen, es ist nicht die Ich finde sie gut. Nein. Ich habe die nicht ausgesucht, um dich vorzuführen. Nein, ich glaube nämlich, dass das gerade eine Qualität ist deiner Musik, dass sie ganz konkret etwas machen kann und dass man einen Rhythmus dazu hat, also dass das von Tag zu Tag Leben wirklich rhythmisch spürbar wird und dass es absolut eingängig ist. Denn es geht ja nicht darum, wie du sagst, das große soziologische Standardwerk zu verfassen, das gibt es ja auch vielleicht schon, sondern es geht ja dann auch darum, dass man es nachspüren kann. Und deswegen finde ich die Zeile sehr, sehr gelungen. Danke, vielen Dank. Aus dem Kontext gerissen vielleicht. Nein. Ich glaube, dass das ganz entscheidend ist, wenn wir jetzt über politische Musik sprechen, und das tun wir heute Abend, dass man erkennen muss, es geht nicht darum, dass die Musik die Soziologie oder die Philosophie ersetzen soll, sondern dass die Musik in ihrer Art und Weise durch ihre Qualitäten etwas zum Vorschein bringen kann, was nicht einfach nur nochmal das auf eine gute Pointe bringt, was die Soziologie oder so herausgefunden hat, sondern sie kann in gewisser Weise auch durch diese unmittelbare Wirkung auch Erkenntnisse liefern. Und das kann eine solche Zeile und das können viele Zeilen, die du uns bringst. Zum Beispiel heißt es ja dann auch in dem dritten Song, Hunger, ich zitiere jetzt nicht nur Zeilen von dir, aber es heißt, Freiheit ist ein Synonym für Geld. Und wenn wir uns ein bisschen den Hip-Hop ansehen, dann spielt Geld ja eine ganz große Rolle. Ich bin ja noch in einer Zeit aufgewachsen, wo MTV eine Rolle spielte und dort sah man dann immer die Dollarscheine in den Musikvideos. Inwieweit ist dieser Fetisch Geld im Hip-Hop einfach nicht wegzudenken? Also ich glaube, grundsätzlich ist das so, dass
dass ich glaube, dass das Bedürfnis, sich künstlerisch auszudrücken, sich vielleicht irgendwie durch alle Klassen und Milieus zieht. Aber dass viele Leute, die Rap machen, vielleicht nicht mit 5 eine Geige in die Hand gedrückt bekommen haben, wo sie sich dann vielleicht irgendwie über die Geige künstlerisch ausdrücken würden. Das heißt, ich glaube, dass viele Rapper, nicht grundsätzlich alle, aber viele vielleicht aus prekären Verhältnissen kommen, irgendwie marginalisiert und abgehängt sind, von irgendwelchen Lehrern im schlimmsten Fall gesagt bekommen, dass aus ihnen nie was wird. Und wenn sie dann irgendwie, und wenn dann was aus ihnen wird, was auch immer, und ob man das gut findet oder nicht, aber sie irgendwie zu Geld kommen, was ja, und da spricht er wieder dafür, Freiheit ist ein Synonym für Geld, was ja irgendwie was ganz Wichtiges ist in dieser Welt de facto, dann glaube ich, dass das viel so Überkompensation einfach auch ist, dass man zeigt, guck mal her, was ich habe es doch geschafft, ich habe es doch geschafft, und das dann halt, also das hier kann man sich nicht kaufen, heißt es ja, und das sieht man da dann ja an vielen Stellen, aber man kann es versuchen, und ich glaube deswegen, aber vor dem Hintergrund ist es nicht wegzudenken. Ich glaube, das spielt schon eine Riesenrolle. Ich glaube auch, dass grundsätzlich Rap total gut da drin ist, das habe ich auch schon diverse Male gesagt, und das ist jetzt auch nicht irgendwie eine bahnbrechende Erkenntnis, die ich jetzt hatte, da sind andere auch schon drauf gekommen, irgendwie jeder zweite Feuilleton-Journalist in Deutschland, dass Rap schon gut drin ist, irgendwie so Umstände zu beschreiben. Was ich nur halt schade finde, ist, dass die Leute keine politischen Rückschlüsse ziehen, nicht wirklich, außer vielleicht irgendwie die jüdische Weltverschwörung ist an einem schuld oder so, wo es ja den einen oder anderen auf jeden Fall gibt. Und, Wir nennen keine Namen. Nee. Aber, und ich glaube, dass, ja, das, und das ist schade, weil das die eigentlich wird dann so eine, wird dann das, worunter man immer gelitten hat sein ganzes Leben, wird dann halt wieder reproduziert, so, und da nicht ausgebrochen, obwohl das ja auch eine Chance wäre, da auszubrechen und irgendwie die Plattform zu nutzen, um da was anderes draus zu machen. Du machst im Prinzip, weil du es jetzt gerade angesprochen hast, einen ganz klaren Kontrapunkt zu den gängigen Verschwörungstheorien, die immer präsenter natürlich auch werden, indem du doch sehr deutlich machst, wie der Kapitalismus funktioniert. Und im Kapitalismus ist ja Geld ein Synonym für Freiheit. Es ermöglicht einem, sich frei zu bewegen. Man kann sich zur Not auch noch einen Pass kaufen, wenn man genügend auf dem Konto hat. Man hat also die Möglichkeit, sich frei zu entfalten. Aber diese freie Entfaltung, die der Kapitalismus einem verspricht, ist natürlich immer daran gebunden, dass man auch tatsächlich Geld hat. Hat man es nicht, dann sieht die Sache sehr anders aus, und dein Augenmerk liegt ja eigentlich darauf, wenn ich deine Lieder richtig verstanden habe, immer zu zeigen, wie viele darunter leiden, dass das systemisch so ist, und die dann kein Geld haben, entsprechend dastehen mit nichts, und dann bleibt vielleicht so etwas wie Freundschaft, dann bleibt die Gemeinschaft auf den Straßen, aber viel mehr ist dann auch nicht da. Würdest du sagen, dass die Straße eigentlich das Fundament ist für deine Musik? Und mit Straße meine ich jetzt nicht nur, dass du durch die Straßen gehst und irgendwelche Elendsbilder dort siehst, sondern dass du auch dort eigentlich auf andere Menschen getroffen bist. Denn es ist ja so, dass du keine akademische Laufbahn eingeschlagen hast oder du warst nicht auf einer Popmusikhochschule oder was es da so alles gibt. Ist das eigentlich der Nährboden, wo die Begegnungen entstanden sind, die bis heute wichtig sind? Also erstmal würde ich es nicht ganz so sagen. Ich habe immer das Gefühl, so dass ich sage immer so irgendwie, ich bin für den Lesekreis immer ein bisschen zu Straße gewesen und für die Straße immer ein bisschen zu Lesekreis. So. Deswegen würde ich jetzt auf jeden Fall nicht sagen, dass das jetzt irgendwie das ultimative Fundament ist. Aber ich glaube, erstmal ist es ein merkwürdiger Marxismusbegriff, immer davon auszugehen, dass jetzt jeder die dicken Schinken wälzen müsste. Ich glaube, es reicht hier und da, wenn man die entsprechenden Schlüssel und Werkzeuge hat, einfach offen durch die Welt zu gehen und dann und sich umzugucken und zu sehen, was man da so sieht und was einem da so passiert, und das dann vielleicht auch irgendwie in Zusammenhänge zu bringen. Und darüber hinaus ist es dann halt natürlich auch abhängig von Filtern. So. Also ich glaube, man kann auch irgendwie durch St. Pauli laufen und was ganz anderes erzählen und eine ganz andere Geschichte erzählen, als ich irgendwie erzähle, die vielleicht auch irgendwie wahr sein kann. So. Aber ich komme aus der Nummer halt irgendwie leider nicht mehr raus. Aber ich würde schon sagen, natürlich irgendwie
so einer meiner allerbesten Freunde, so seit der 6. Klasse, bis heute einer meiner allerbesten Freunde, der ist dann irgendwie früher mit seiner Familie, als er 12 oder 13 war, aus der Wohnung geflogen. Und dann haben die mit der Familie irgendwie in einem Obdachlosenheim wohnen müssen und so. Und das sind natürlich irgendwie alles Sachen, die mich prägen so und mein Weltbild prägen und was mit mir machen und gemacht haben auf jeden Fall. Als Filmkritiker bekomme ich immer wieder die Frage gestellt, kannst du denn überhaupt noch einen Film normal gucken? Und ich frage mich dann immer, was dieses normal gucken bedeutet. Also kann man es ohne die analytische Brille betrachten? Und die Antwort ist ganz klar nein. Wie ist es bei dir, wenn du durch die Welt gehst? Inwieweit hast du da immer die Desasterbrille auf, dass du sagst, ich sehe da schon wieder Material für den nächsten Song? Ich habe mir dich ehrlich gesagt oft beim Film gucken vorgestellt, dass du so irgendwie in so einem Sessel sitzt und korrekt. So genau vor dem Fernseher, alles dunkel, alle Vorhänge zugezogen. Richtig. Und dann frage ich mich aber so, ob du hast für so Zettel und Stift? Ja, auch das. Okay, also du machst die Notizen. Genau. Und dann guckst du da aber die ganze Zeit ganz aufmerksam hin. Ja. Gut, doch nicht ganz so spektakulär wie ich. Also gedacht, das kommt jetzt noch irgendein... Nein. Du hast einen Bademantel dabei an, immer genau den gleichen oder so. Nein. Ich versuche mich auch korrekt anzuziehen, wenn ich alleine bin. Damit ich mich im Spiegel nicht vor mir erschrecke. Aber hast du das auch, dass du denkst, alles Material kann, man sagt dann so gern, Inspiration sein? Ja, also es klingt auch irgendwie so ein bisschen, das klingt auch so ein bisschen kitschig, aber ich glaube, wenn man so ein paar Sachen so verstanden hat, dann, also wenn man so eine, ich glaube, das ist in der Persönlichkeitsentwicklung auf so einer ganz persönlichen, emotionalen Ebene auch nicht anders, dass wenn man wie eine gewisse Stufe oder wieder ein neues Plateau erreicht hat, dann kann man eigentlich nicht zurück, und damit eine Erkenntnis einhergeht, dann kann man nicht zurück auf das Plateau davor. Und wenn man dann irgendwann da auf dem Plateau ist, wo man halt merkt, dass viele Sachen in dieser Welt aus Gründen so sind, wie sie sind, dann kann man das nicht wieder abstellen. Und dann wird natürlich irgendwie aus einem Material. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt irgendwie, ich war in Las Vegas letztes Jahr und es war für mich total heftig, irgendwie so durch Las Vegas zu gehen mit diesen Filtern und mir diesen Wahnsinn da reinzuziehen und so. Und da könnte man allein über 3 Tage Las Vegas könnte ich wahrscheinlich irgendwie ein Album schreiben eigentlich. Dein drittes Lied hat auch Manifestcharakter. Da heißt es, nicht von dir gesungen, sondern eingesprochen, wir alle, die für ein menschliches Leben in Würde und frei von Herrschaft kämpfen, müssen es anpacken, zur gemeinsamen Kraft zu werden. Das können wir uns mit allen vorstellen, die Wirklichkeit im Kapitalismus als erdrückend empfinden und erfahren und die anfangen, sich dagegen für ihre eigenen Vorstellungen zu organisieren und danach zu handeln. Weshalb war dir das wichtig, dass wirklich das Lied diesen Manifestcharakter erhält? Also da mache ich dann zum Beispiel so popkulturell wieder Abstriche, weil wenn da dann noch irgendwas Melodisches gekommen wäre statt dem, dann hätte der Song ganz andere Playlisten gekriegt, dann hätte er irgendwie wahrscheinlich nochmal eine ganz andere Reichweite bekommen und wäre für viele viel zugänglicher gewesen. Aber das ist halt für mich immer so, auf der einen Seite bin ich natürlich einer Verwertungslogik unterworfen wie alle und muss irgendwie Geld verdienen und habe auch nichts dagegen, lieber mehr Geld zu verdienen als weniger Geld. Aber auf der anderen Seite will ich auch irgendwie möglichst integere, nachhaltige Kunst machen und dann ist mir das, und dann mache ich da halt, ist das immer so eine Gratwanderung und so Kompromisse und da ist der Kompromiss zugunsten des Inhalts. Mhm. Ja. Sprechen wir mal über Luxus. Das ist bei einem Albumtitel wie Rolex für alle naheliegend und ich vermute, dass man dann in Biel in der Schweiz die Produktion doch deutlich erhöhen müsste, wenn man dann Rolex für alle produziert. Was bedeutet denn erstmal Luxus für dich? Also was ich mit Rolex für alle eigentlich meine, ist, dass wenn man das Geld über hat, was natürlich auch nicht auf alle anwendbar ist, sich eine Rolex zu kaufen, dann ist man existenziell, glaube ich, aus dem Gröbsten raus. Und wenn ich sage Rolex für alle, dann meine ich existenziell aus dem Gröbsten oder aus Existenzängsten und Sorge darüber, wie man seine Miete bezahlen muss oder ob man was zu essen auf dem Tisch hat am nächsten Tag, dass man da raus ist. So, ne? Das ist mal grundsätzlich der Titel. Und wenn ich sage Rolex für alle, sage ich ja nicht morgen Rolex für alle. Kann dann ja sein, dass man 18 Jahre irgendwie auf einer Warteliste steht, planwirtschaftlich und das. Ja, im Luxussektor haben wir ja tatsächlich fast so planwirtschaftliche Zuteilungen von solchen Gütern, die sehr knapp sind, aber auch künstlich knapp gehalten werden, damit die Begehrlichkeit da ist. Aber würdest du auch meiner Diagnose zustimmen, dass man
im linken Spektrum ein Problem damit hat, wenn es um Genuss geht, wenn es um etwas Hedonistisches geht, und ich meine jetzt nicht, die Linken sollten sich mal langsam mit Yachten und Privatjets anfreunden, sondern dass man generell das etwas skeptisch betrachtet, dass auch eine gewisse Form von Konsum zu einem sehr guten Leben vielleicht dazugehören können und dass das auch vielleicht ein Versprechen ist, nachdem sich viele sehen, was aber dann von den Linken gar nicht aufgegriffen wird. Und wenn jemand Rolex sonst für alle fordert, dann findet man das eher bei der FDP. Also ich glaube, dass das oft eine verkürzte Kritik ist, einfach, die irgendwie, ich will ja nicht irgendwie, dass ich will ja, dass ich sage ja auch in dem Song Rolex für alle, sage ich ja, alles für alle und alle für alle irgendwie. Ich will ja nicht einen niedrigen Lebensstandard für alle, ich will ja einen hohen Lebensstandard für alle. So. Und dann glaube ich auch nicht an ein Leben nach dem Tod. Das heißt, ich habe irgendwie dieses Leben, das ich jetzt hier habe. Und ich finde, da kann man dann niemandem einen Strick draus drehen, wenn er vielleicht auch in materieller Hinsicht irgendwie sich mal was gönnt, so ganz salopp gesagt. Aber ich glaube, du kannst das viel besser. Nein, ich habe gerade überlegt, wie ich eine coole Gegenfrage formulieren könnte, damit du okay. So ein bisschen referierst. Ja. Vielleicht stehst du dann auf und... Ich trinke einen Schluck Cola und das ist von dem bösen Konzern. So scheinheilig, und das ey. Wird, ja, und das so wird, scheinheilig. Das wird mir mitunter vorgeworfen und ich sage immer, die Ersatzprodukte sind wirklich nicht so gut wie das Original. Aber, und damit immer sind wir eigentlich auch bei Rolex für alle, ich sage... Wenn ich an der Macht bin, dann wird das natürlich enteignet und dann gibt es diese Cola für alle. Cola für alle. In dem Song... Ganz kurz, wenn irgendjemand im Publikum sitzt, ey, dem Wolfgang muss man auf jeden Fall mal zu so einem Cola-Testimonial machen und dem immer jeden Monat 40 Kisten Cola Light schicken. Wenn Sie sagen, heißt es in dem Song Rolex für alle, wenn Sie sagen, es kann keine bessere Welt geben, lügen Sie. Ihre könnte nicht besser sein. Unsere kann nur besser werden. Und dann Springer enteignen, FDPler vertreiben, Geflüchtete bleiben. Ja. Hast du Faschos ins Lager gewollt ausgelassen? Ach, das kommt auch noch. Gut. Nehmen wir natürlich noch gerne dazu. Aber was mich natürlich besonders gefreut hat, ist, dass du dann nochmal eine alte Parole mit aufgegriffen hast, nämlich Springer enteignen. Also, dass du auch sagen würdest, es gibt eine große Pressemacht, die natürlich auch dafür sorgt, dass wir vielleicht die Themen, die du in Songs ansprichst, so unterrepräsentiert haben und dass das dann auch zugleich noch unter dem Deckmantel passiert. Wir machen hier für die einfachen Leute, für den Mann von der Straße mal Journalismus, den er auch gut verstehen kann. Und da sind wir ja genau an dem Punkt, der mich besonders interessiert, bei der Ideologiekritik angelangt, also was wir auch dann in Hollywood-Filmen erleben können, dass da eigentlich doch sehr viel Opium fürs Volk produziert wird. Und du aber hier auch ganz deutlich machst, diese Macht muss auch angegriffen werden. Ja, also... Ich finde, man kann Bild gar nicht genug hassen, so grundsätzlich, und den Schaden, den Bild anrichtet, gar nicht überbewerten, auf jeden Fall. Und dazu passt die Zeile, die auch in diesem Lied fällt, also passt zu dem, was du gerade gesagt hast: Ich bin kein bisschen entspannt. Ist das der Antrieb auch für dich? Also ist es das, dass du so unentspannt bist, was dich dazu führt, Lieder zu schreiben, aufzutreten, also, zu rappen? Ja, auf jeden Fall. Aber jetzt in einem politischen Kontext ist damit auch gemeint, dass
ist bei dieser dämlichen Hufeisentheorie und oh, und das ist mir zu radikal und das ist mir zu radikal und wie kannst du sowas Radikales sagen? Irgendwie, dass wir einfach nicht in Zeiten leben, die Platz haben für Entspannung und für irgendwie entspannte Forderungen und für wir machen irgendwie mal locker und gucken, was passiert. So, ich finde alles andere als Radikalismus im Umgang mit den Problemen dieser Welt und gefühlt aktuell mehr denn je oder mehr denn je auf jeden Fall in den letzten 15 Jahren, in denen ich mich mit Politik auseinandersetze, dass es jetzt auf jeden Fall nicht die Zeit ist, irgendwie entspannt zu sein, sondern es ist die Zeit für Radikalität, das ist damit auch gemeint. Und das führt uns jetzt zu deinem fünften Song auch, Mode aus Paris. Da sprichst du über Radikalität, aber sprichst auch über die falsche Radikalität. Da heißt es, Yuppies kopieren den Lifestyle und meinen, das wäre Kunst. Ist das eigentlich die größte Gefahr für den Hip-Hop, der ja längst Einzug in die großen Museen gehalten hat, der längst auch extrem etabliert ist? Und man hatte bei der FAZ mal eine Umfrage gemacht, was hören eigentlich so die CEOs? Und die gehen nicht mehr in die Oper, sondern die hören dann auch eher Eminem. Ist das das große Problem vielleicht auch, dass der Kapitalismus und seine Akteure das sofort auch für sich mit ins Boot nehmen? Du weißt es besser als ich, aber glaubst du, man kann da so Phänomenologie des Geistes, Herr und Knecht, daraus irgendwas herleiten dazu? Und die CEOs sind die Knechte, oder? es ist, glaube ich, nicht leicht zu sagen. Also zunächst mal ist es ja so, dass Musik niemanden gehört. Also es gibt zwar Urheberrechte, aber man hat sie ja doch ziemlich verfügbar. Das heißt, wer die Musik hört und wer sie dann mag, das kann man sich ja nicht aussuchen. Es gibt von Das meinte ich nicht. Ich meinte eher, dass ich so den Eindruck habe, dass ja viele Leute irgendwie nach St. Pauli ziehen, die in Winterhude eigentlich viel besser aufgehoben wären, aber irgendwie nach St. Pauli ziehen, um sich, keine Ahnung, irgendwie zu spüren und sich dann das da irgendwie zu geben, aber auch meistens dann nur 2-3 Jahre so. Ich meine, ich wohne jetzt seit knapp 11 Jahren in meiner in der Wohnung, in der ich wohne, und was ich da, also in meinem Haus nicht, aber im Haus gegenüber, was da an, also da zieht ja jedes Jahr irgendwie jemand ein und aus und so weiter und so fort. Nee, ich habe halt gehofft, dass du da irgendwas Schlaues zu sagen könntest. Ich habe Regeln nicht verstanden, so, also nicht in. Also deine Idee wäre jetzt, dass sie in gewisser Weise sich dort spüren wollen und dass sie dann auch ihre Herrschaft in anderer Weise spüren, wenn sie in dieser Umgebung sind, als wenn sie unter ihresgleichen sich befinden. Also ich glaube auf jeden Fall, dass es ja so ist, dass die Triebfedern der Geschichte ja nicht die Leute sind, die denen es gut geht oder die vom jeweils gegenwärtigen System profitieren, sondern immer die Leute, die benachteiligt sind oder die halt nicht so ein gutes Leben haben. Aber nee, mach das mal zu. Ich glaube, es war einfach Quatsch. Und würdest du denn einmal sagen, klatschen bitte? Ist denn dieser Lifestyle einer, der vielleicht auch viel zu sehr in den Fokus gerückt ist, also dass beim Hip-Hop so unglaublich viel über Lifestyle geredet wird. Man kennt die ganzen Hip-Hopper, die eigene Sneakers und so weiter herausbringen, und das wird dann sehr schnell natürlich Lifestyle, den man konsumieren kann, und dass dadurch der Zugang zu den eigentlichen Botschaften versperrt bleibt, beziehungsweise die Botschaften, die kann man sich auch noch mit dazu ans Revier heften. Also wenn du sagst, dass die Yuppies sich diesen Lifestyle aneignen, du hast das ja einen Begriff, der dann nochmal vorkommt, und du bist dir nicht sicher, ob es Hipster oder Clowns sind. Wie würdest du das einschätzen? Warum gibt es so eine große Wirkung des Hip-Hop auf Leute, die eigentlich von dieser Musik nicht vertreten werden, beziehungsweise die ja fast von dieser Musik verspottet werden, zumindest von dir? Was glaubst du denn? Nun, ich glaube zunächst einmal, dass es eine Herrschaftsgeste ist, wenn man sagen kann, ja, ich bin so gefestigt in meinem Wohlstand, dass ich mir auch noch die Kritik mit ins Haus holen kann und die auch noch mir an den Tisch setzen kann. Das ist eigentlich ein Zeichen dafür, dass man gar keine Angst mehr davor hat. Also man ist da quasi
anders als noch vor 50 Jahren unterwegs, wo man dann vielleicht eher gesagt hat, um Gottes Willen, die langhaarigen Musiker, die kommen mir aber nicht ins Haus. Und das war dann die gutbürgerliche Familie, die sich dagegen abschottete. Und inzwischen ist man eigentlich so sicher in der großen Eigentumswohnung, dass man sagen kann, naja, hin und wieder können wir hier auch ein bisschen Straßenrap spielen, aber es ändert ja nichts an unseren Eigentumsverhältnissen. Nee, also ich glaube, das ist oft auch was sehr Ironisches, aber ein sehr gutes Beispiel, irgendwie Obama, der Kendrick Lamar ins Weiße Haus einlädt, und das ist dann ja irgendwie auch so eine Zwangsumarmung irgendwie, dass dann so, dass man das dann damit ja auch so wegwischt. Erdrosseln durch Umarmung, könnte man sagen, ja. Ja. Mhm. Mode aus Paris, da gibt es auch einen schönen Slogan, den könnte vielleicht Hamburg sich aneignen. Hier ist dreckig, aber bunt. Ist das deine Erfahrung? Du bist Ur-Hamburger, deine Familie kommt aus Hamburg, war immer schon in Hamburg. Diese Stadt, ist die eine ganz besondere für dich auch, für deine Musik, auch vielleicht für das, was dich musikalisch hier geprägt hat? Also auf jeden Fall. Und ich liebe diese Stadt und ich habe eine ganz besondere Verbindung zu dieser Stadt und zu allen Ecken. Aber ich glaube, dass man da schon so ehrlich sein muss, was in der Musik nicht immer so durchkommt und auch aus guten Gründen. Ich habe auch Bock, das so zu machen, wie ich das da mache. Aber du wirst auch Kölner finden, die auf Köln so schwören, wie ich auf Hamburg schwöre, aus gutem Grund. Oder Berliner, die auf Berlin schwören, wie sie, und obwohl da vielleicht nicht aus gutem Grund, aber... Da will ich natürlich überhaupt nicht widersprechen. Zünd die Kippe an und zieh, gucken in den Himmel, doch die Sterne sehen wir nie. Bist du eigentlich ein Melancholiker? Auf St. Pauli ist die Lichtverschmutzung halt überkrass. Und deswegen ist es eigentlich wirklich so, im Lockdown, Corona und sowas irgendwie nochmal anders, aber dass der Himmel eigentlich immer weiß ist. Wenn man dann irgendwie mal aufs Land rausfährt oder so, wo ich ja auch viel Musik mache in einem Studio außerhalb Hamburgs, dann sieht man da mal den Sternenhimmel. Aber ich finde wirklich... Also die poetische Zeile hat eigentlich einen ganz profanen Hintergrund, nämlich Luftverschmutzung. Ehrlich gesagt fand ich auch alle Zeilen, fast alle, die du bis jetzt so zitiert hast, alle ein bisschen profan, ehrlich gesagt. Nein. Und da gibt's auch andere. Wie wäre es dann vielleicht mit der Zeile, wenn du Geld brauchst, frag deinen Vater, so heißt es in dem sechsten Song. Das ist Polemik, aber eine gute Zeile. Ja. Sag was dazu, zu dieser Polemik. Ja, ist was ja, treibt dich dazu? Also das, ach, keine Ahnung, also ich finde, das muss man ja auch sagen, irgendwie, dass da ja auch wütende Zeilen drin, also das ist halt das, wo wir eingangs auch schon drüber gesprochen haben, dass das am Ende des Tages natürlich oft auch eindimensional ist in irgendeiner Form, weil das gar nicht möglich ist, in der Kürze eines Songs irgendwie halt die ganz großen Themen abzuarbeiten und schon gar nicht mit der Präzision, die es vielleicht bedarf hier und da. So, und wenn ich sage, und das ist jetzt an der Stelle ja irgendwie eine bissige Zeile, aber wenn man die Möglichkeit hat, sich von seinem Vater Geld geben zu lassen, ist ja eigentlich nichts, ist ja was Gutes, so sei demjenigen, der die Möglichkeit hat, gegönnt. Aber naja, man kann ja auch anderes davon ableiten. Also wir leben ja doch sehr stark in einer Gesellschaft, die so funktioniert, dass die, die Besitz haben, ihn in aller Regel ererbt haben und gar nicht so viele erarbeiten ihn. Und zugleich haben wir eine Partei wie die FDP oder auch die CDU, die ganz stark das Leistungsethos hochhalten, aber niemals eine Erbschaftssteuer wollen, was ja eigentlich ein großer Widerspruch ist. Denn dann müsste man ja sagen, es ist ja toll, wenn sich das jeder erarbeitet, also besteuern wir auch mal Erbschaften entsprechen. Und da finde ich, ist dann eine Punchline eigentlich das große Problem auf den Punkt gebracht. Also ich glaube, du musst gar nicht schüchtern sein mit deiner Gesellschaftsanalyse. Ich bin konstant von dir eingeschüchtert, gerade ehrlich gesagt. Es wird auch nicht besser. Was muss ich tun? Gar nichts, du machst das super. Vielen Dank nochmal an der Stelle auf jeden Fall. Aber das würde mich interessieren, die Zeile muss ja zustande kommen. Jetzt hast du eben schon beschrieben, wie das eigentlich so ist, wenn man die Songs dann im Studio macht. Aber das ist ja aus einem Unbehagen heraus, das dann schon länger da ist. Das ist ja nicht einfach da nur eine Ad-Hoc-Entscheidung. Also da kann man ja ohne Ende, wenn man will, kann man da ja ohne Ende draus ableiten. Mhm. Also
eigentlich alles. Natürlich ist es irgendwie Chancengleichheit eine Farce. Natürlich spielt es eine Rolle, wo man geboren wird, ob man Mann oder Frau ist, ob man schwarz oder weiß ist, ob man homo oder heterosexuell ist, ob man reiche Eltern hat, die irgendwie Pianisten und Mediziner sind, oder ob man irgendwie aus einem Analphabetenhaushalt kommt, das zieht sich ja eigentlich aber auch durchs ganze Album. Ja, es zieht sich durch, und da stellt sich dann die Frage, wann war für dich der Weg insofern klar, dass du sagtest, ich werde Musiker. Das ist für mich das Richtige, weil es ja auch viel Scheitern gab. Oh, das ist... Gibt es dann Erweckungserlebnis oder sind es eher viele kleine Ereignisse, die sich dann addiert haben? Also es gibt natürlich ein Erweckungserlebnis, das sei mir in der Retrospektive wie ein Erweckungserlebnis vorkommt, aber wenn es dann nach nicht ganz viele weitere Ereignisse gegeben hätte, dann wäre es auch nicht dieses Erweckungserlebnis gewesen. Aber ich glaube, dass jeder Mensch irgendwann in seinem Leben, irgendwann in einem Alter vielleicht von 8, 9, 10 oder auch später oder auch vielleicht früher, einen Moment hat, wo man das erste Mal irgendwie, wo einem Musik was gibt, über Benjamin Blümchen oder Bibi Blocksberg oder so hinaus, wo man das erste Mal irgendwie was fühlt. Verstehst du, was ich meine? Und ich glaube, dass, und das war bei mir halt Rap auf jeden Fall. Eigentlich, das ist der erste Rap-Song, den ich jemals gehört habe, ist Rap Superstar von Cypress Hill. Und dann habe ich jetzt vor 5, 6 Jahren habe ich für Cypress Hill im Stadtpark Support gespielt und habe Zendok irgendwie da 10 Minuten den vollabern können, dass das der erste Rap-Song ist, den ich je gehört habe. Nee, aber ich habe auf jeden Fall, ist das die Musik, die mir als erstes was gegeben hat, und ich fand das irgendwie cool, und dann dachte ich irgendwie, ich kann das auch. Und dann habe ich angefangen, das irgendwie zu machen mit 11, 12. Und dann haben andere auch gefunden, dass ich das kann, bis zu einem gewissen Punkt. Und dann hatte ich schon so eine feste Überzeugung, dass ich das irgendwie kann. Und dann habe ich so ganz gegenteiliges Feedback gekriegt, die Jahre darauf. Und die waren dann aber irgendwie ausschlaggebend. Und obwohl ich oft, glaube ich, keine gute Frustrationstoleranz hatte in meinem Leben und immer sehr gut darin bin, mich sehr enthusiastisch und sehr begeistert in irgendwas reinzusteigern oder mich grundsätzlich einfach für Sachen zu begeistern, bin ich oft dann auch enttäuscht irgendwie und verliere das Interesse. Aber bei Musik hat mich das irgendwie stur gemacht, auch so negatives Feedback und so weiter immer irgendwie stur gemacht. Aber das war tatsächlich, obwohl das muss man auch noch dazu sagen, also dass ich Musik mache, das war mir irgendwie ab 12, 13 klar, und das war auch schon mit 14, ist das nicht mehr wegzudenken, und das wird auch irgendwie bis zum Ende meines Lebens eine Konstante in meinem Leben bleiben. Aber dass man damit Geld verdienen kann, das war damals tatsächlich überhaupt nicht die Motivation. Und dann bin ich irgendwie älter geworden so und habe dann auch verklatschte Jahre gehabt, in denen ich irgendwie gar nichts auf die Reihe gekriegt habe, außer viel Mist zu machen und irgendwie nicht cool mit Leuten umzugehen und so weiter und so fort. So eine ganz langweilige, klassische Rap-Story eigentlich irgendwie. Und dann bin ich an so einen Punkt gekommen, dass ich mich reif und erwachsen genug gefühlt habe, oder an so einem Punkt in meinem Leben war, wo ich dachte, muss jetzt irgendwas machen, egal was, so irgendwie in Bewegung kommen. Und dann hätte ich vielleicht eine Ausbildung angefangen oder wäre da schon aufs Abendgymnasium gegangen oder so mit 18, 19. Aber dann habe ich halt einen Plattenvertrag angeboten bekommen, und der Rest ist Geschichte. Und diese Geschichte ist ja einmal dadurch geprägt, dass du viele Freunde in deinem Umfeld hast. Jetzt hast du schon von deinem Erweckungserlebnis durch diesen ersten Rap-Song gehört. War für dich dann sehr früh klar, dass du auf Deutsch rappen wirst, oder waren die Vorbilder eher amerikanische? Nee, für mich war das von vornherein klar. Ich fand so Deutschrap auf Englisch immer irgendwie, fand ich immer peinlich. So. Mhm. Ja. Und die gibt natürlich Ausnahmen, so, also ich möchte damit niemanden beleidigen, aber für mich war das von vornherein klar, obwohl sich bei mir auch die also mein Vokabular ist ganz gut so, glaube ich, und so weiter, aber meine Aussprache und so ist alles fürchterlich, deswegen selbst wenn ich es gewollt hätte, hätte es die Option nicht gegeben. Okay. Ein weiteres Song. Aber sag mal, wie war denn dein Erweckungserlebnis mit Schlager? Achso, nein, also bei mir ist es ja so, ich höre ja fast nur klassische Musik. Und hin und wieder aber
ist doch die Sehnsucht nach dem Ohrwurm sehr groß und vor allem singe ich gerne, kann es aber nicht so wahnsinnig gut. Also für Oper reicht es nicht, aber Schlager geht. Und da ich ja hin und wieder Auto fahre, singe ich gerne im Auto und da ist der Schlager einfach sehr geeignet. Und das war aber sehr früh da und die Nähe zum Klassischen ist deshalb gegeben, weil die Komponisten der 60er, 70er Jahre, also diese großen traditionellen Schlager komponiert haben, fast alle entweder einen Jazz- oder einen Klassik-Hintergrund hatten. Und die Orchestrierung ist sehr ähnlich wie jetzt in der Symphonie oder in der Oper. Und von daher war der Weg zum Schlager ziemlich nah. Und ich habe ein Faible für schöne Stimmen. Und das bekommt man in der Oper, aber das bekommt man dann, auch wenn es dann mikrofonierte Stimmen natürlich sind, auch im Schlager. Aber das war immer da und ich schäme mich dessen nicht. Und ich glaube auch, dass der obviously nicht. Dass der Schlager auch diese Wahrheiten, diese Pointierten enthalten kann. Also dass dann doch eine Zeile plötzlich sehr, sehr viel sagt. Auch wenn das natürlich ein Produkt ist, das vor allem auf Kommerzialität hinausläuft. Aber das bedeutet ja nicht, dass es deshalb völlig frei von Kunst sein muss, wie ja auch ein Hollywood-Film immer einen Profit einfahren soll, sonst wird er gar nicht produziert, aber trotzdem kann da etwas Künstlerisches drin liegen. Und das erlebe ich dann beim Schlager auch. Und es sind manchmal ja auch gerade in gewissen Krisenphasen die simplen Melodien und die schönen Töne, die einen über den Tag bringen. Nee, absolut. Also ich auch aus ganz eigener Erfahrung, es ist viel schwieriger, auch in wenigen Worten, irgendwie in wenigen und einfachen Worten ein Thema pointiert oder irgendwie auf den Punkt zu bringen, als mit ganz viel Text und ganz viel drumherum und ganz viel, deswegen natürlich, also gerade irgendwie so alte Schlager, haben wir ja auch gerade schon hinter der Bühne drüber gesprochen, da gibt es ja den einen oder anderen, der außerordentlich gut geschrieben ist, so das Zugeständnis kann man schon machen. Und, aber ich würde trotzdem sehr gerne, es wäre toll, wenn du mir privat mal ein Video schicken könntest davon, wie du im Auto Schlager singst. Ich denke mal darüber nach. Wäre das für dich eine Möglichkeit? Würdest du noch sagen, Schlager, die Tür lässt du dir mal noch offen? Du weißt, das ist sehr, sehr gefragt gerade. Ich glaube, die Tür ist zu. Also. Wer weiß. In dem Song Pausenlos heißt es, darum fliegen Flaschen auf Anzugträger und da hatte ich ein bisschen Sorge. Ich muss es aber ergänzen, es heißt, darum fliegen Flaschen auf Anzugträgern aus Bankerkreisen und dazu gehöre ich nicht. Aber wie ist es denn mit den Anzugträgern? Was ist es eigentlich, was die Wut hervorbringt? Also ist es das Habituelle? Ist es eigentlich das, wofür sie stehen? Und du weißt ja, die CEOs tragen immer weniger leider Anzug und Krawatte. Ich bin ja der Letzte seines Standes. Nee, genau das. Das ist ja, das ist natürlich auch total verkürzt. Das ist ja eigentlich, da geht's ja irgendwie um eine Klassenzugehörigkeit, die, wie du sagst, an einem Outfit gar nicht mehr abzuleiten ist. Aber ein bisschen hat man diese Assoziation ja schon und das ist einfach eine polemische Zeile und die ist auch nicht von mir, sondern von dem Kollegen, der mit auf dem Song ist. Aber leere Taschen, prall vor prall gefüllten Fensterscheiben und ich schreibe Texte, die sich lesen wie ein RAF-Bekenner schreiben. Das ist von mir. Da freut sich die Musikindustrie sicherlich auch über solche Worte. Ist das für dich mehr Provokation oder ist es tatsächlich auch nochmal der Hinweis darauf, dass wir viel vehementer werden müssen in politischen linken Anliegen und eigentlich in so einer defensiven Position ist und so vorsichtig fragen, können wir vielleicht doch noch ein viertes Entlastungspaket haben und das war es aber dann auch und dann sind wir aber auch artig und halten uns an alles, was man uns sagt? Sowohl als auch. Also auf der einen Seite ist es natürlich irgendwie eine Provokation, das kann man ja, das Thema kann man mit Sicherheit ein lang, ein breit diskutieren, auch aus gutem Grund. Aber wie ich schon sagte, ist es nicht irgendwie die Zeit für Moderates, sondern es geht halt darum, irgendwie radikal zu fordern. Und vor allem sind wir auch in einer Situation, in der man ja merkt,
also wie viele Leute wirklich dachten, dass die Grünen jetzt irgendwie, dass das jetzt ist auf einmal alles anders und die Welt ist gerettet und wie viele davon enttäuscht sind, aber es zeigt uns wieder, dass die Dinge sich nur verbessern, wenn wir dafür kämpfen, so, und einfach auch wirklich real auf der Straße dafür kämpfen. Und das heißt jetzt nicht, dass man jetzt irgendwie terroristisch unterwegs sein muss, aber dass man demonstriert, dass man protestiert, dass man vielleicht auch nicht nach Hause geht, wenn die Polizei sagt, ihr geht jetzt mal nach Hause, ja okay, dann gehen wir jetzt nach Hause, das hat für mich nichts mit Protest zu tun. Und ich glaube, dass viel von den Schweinereien, die gerade passieren, sich nur überwinden lassen oder wenn man dafür kämpft. Und das steckt ja auch in der Zeile. Merkst du in dir auch, dass man die Nachrichten verfolgt, gerade auch die Tagespolitik verfolgt und dann sagt, ich ziehe mich jetzt da raus? Ich versuche, möglichst wenig zu rezipieren. Ich bin ja jetzt in einigen Städten unterwegs gewesen und habe so gut wie kein Twitter konsumiert. Habe zwar ein bisschen Wirtschaftszeitungen und sowas gelesen, aber eigentlich habe ich die Nachrichten liegen lassen und kann sagen, es sind angenehme Tage gewesen. Und das ist natürlich sehr verführerisch. Hast du das auch, dass du aus so einer Frustration heraus sagst, nee, lasst mich in Ruhe jetzt damit? Ganz viel, ganz oft. So, deswegen... Also eigentlich beschäftige ich mich schon seit Jahren immer mehr mit Theorie, weil ich finde, dass sich ja auch vieles ableiten lässt und sich wiederholt. So, also es ist dann irgendwie nicht, dass man jetzt so, mich überrascht dann halt auch nicht mehr vieles. Und natürlich ist es einerseits irgendwie wichtig, da auf dem Laufenden zu bleiben und die Kraft aufzubringen, da am Puls zu bleiben und sich auseinanderzusetzen. Aber auf der anderen Seite ist es dann manchmal doch schon sehr zermürbend und ermüdend und schwierig. Und ich habe dann auf jeden Fall Phasen, wo ich mich überhaupt gar nicht mit Tagespolitik irgendwie auseinandersetze. Welchen Stellenwert hat dann die Kunst dann im wirklichen Klassenkampf, in Protestformen? Ist das ein mehr stichwortgebendes Element, das die Kunst dann da hat, dass man dadurch Awareness schafft, wie du jetzt eben gesagt hast? Oder geht es doch um sehr viel mehr, dass man sagt, dass solche Musik stattfindet, dass solche Lieder gesungen werden, gehört werden, das ist auch eigentlich schon eine Form des Protests. Ich finde, das ist zu hoch gegriffen. Ich glaube, ich habe da nicht den Impact, den ich gerne hätte. Ich glaube, dass man halt mit Musik maximal irgendwie so eine Art Scharnierfunktion irgendwie, dass man Begriffe aufweichen kann. Und ich bin trotzdem natürlich der Meinung, dass irgendwie, solange nicht die Inhalte in den Köpfen von ganz vielen Leuten ankommen, dann wird das schwierig, irgendwie einen demokratischen Sozialismus zu etablieren auf lange Sicht. Und ich glaube, da kann Musik schon Teil zu beitragen, dass man halt Begriffe aufweicht, dass man einen Zugang schafft. Aber ich glaube, abholen und am Ende des Tages irgendwie dann, das bin ich nicht, das würde ich mir auch nicht anmaßen, zu behaupten, das zu sein. So eine bürgerliche Kritik an Rap ist ja zum Beispiel, die sind so materialistisch und jetzt hast du ein Album, das heißt Rolex für alle, aber materialistisch im marxistischen Sinne bedeutet ja auch, dass man erkennt, dass das Sein, das Bewusstsein formt, ist, dass man erkennt, wie entscheidend es ist, dass wir über die ökonomischen Grundlagen reden. Es gibt diesen schönen Satz von Oscar Wilde, da heißt es, als ich jung war, dachte ich, Geld ist das Wichtigste im Leben. Jetzt, da ich alt bin, weiß ich, Geld ist das Wichtigste im Leben. Würdest du sagen, dass das eine besondere Kraft der Rapmusik ist, dass sie einen Materialismus auf der einen Seite mit fliegenden Dollarscheinen zeigen kann, auf der anderen Seite aber auch wirklich die ökonomischen Grundlagen thematisieren kann, was dann im Schlager eher nicht vorkommt? Würdest du sagen, dass es so ist? Ich glaube schon. Also wenn ich zumindest dein Album höre und so ein paar andere Künstler mir ansehe, dann sehe ich da schon auf jeden Fall die Tendenz. Denn wo wird es denn sonst so stark noch auf den Faktor Geld bezogen? Also wenn man sich das ansieht, was irgendwelche Selbsthilferatgeber oder so versuchen, einem zu vermitteln, dann ist es ja, man kann auch ohne Geld wunderbar glücklich sein oder man schöpft die Kraft aus sich heraus und man kann sich auch was vom Universum wünschen und das wird dann wahr. Da würde ich ja sagen, da wird ja wirklich falsches Bewusstsein in die Köpfe des Publikums implementiert, dass man denen sagt, gut,
ihr sollt mal euch alle schön zufrieden geben und macht euch mal nette Gedanken, macht euch mal ein paar warme Gedanken, dann braucht ihr auch schon gar keine Heizung mehr. Und da würde ich sagen, kann gerade eigentlich der Hip-Hop deutlich machen, nee, die materielle Grundlage ist schon ganz entscheidend, denn darauf baut ja das auf. Aber das soll ja nicht so heißen, dass es Geld alles bedeutet. Also man braucht die zwischenmenschlichen Beziehungen und die kommen ja auch in deinen Songs immer wiederkehrend vor. Aber auch eine Liebesbeziehung oder so beruht ja auch auf einer materiellen Grundlage. Und da würde ich sagen, das zu thematisieren ist etwas, was sonst eher ganz stark unterrepräsentiert ist. Also in der Musik genauso wie auch im Film. Und da sehe ich schon ein großes Potenzial. Das führt jetzt nicht dazu, dass man durch das Hören von Songs plötzlich alle kapitalistischen Widersprüche begreift oder so. Aber das darauf dann aufbauend so etwas wie eine politische Forderung nach mehr Lohn, nach besseren Arbeitszeiten, nach nicht so hohen Mieten folgt. Das, glaube ich, ist da grundsätzlich schon gegeben und das hört man auch in deinen Songs raus. Danke. Ich hoffe, dass es so ist. Und dann stellst du dir aber auch selbstkritisch Fragen in deinen Songs. Zum Beispiel in dem Song Alle Broke, da sagst du, ich bin White Trash. Und White Trash ist eigentlich eine Bezeichnung, die ja so gern von liberalen Demokraten in Amerika gepflegt wird oder auch hier in Deutschland hält das immer mehr Einzug, dass man sagt White Trash. Das sind also diejenigen, die Trump unterstützen, die nicht an den Klimawandel glauben und so weiter. Warum diese Selbstbezeichnung jetzt? Also ich sage ja ich und meine Nachbarn, ja, und ich glaube, das sage ich lieber nicht. Aber was ich damit eigentlich meine, ist, dass arme Weiße, die vielleicht weniger Zugang zu Kultur haben und so weiter und halt einfach ein bisschen kritisch und von oben herab beäugt werden. Und das Erlebnis hatte ich schon irgendwie in meinem Leben, das ein oder andere Mal, dass ich halt für so ein Assi gehalten werde und dass es dann so eine trotzige Zeile einfach hier nimm. Aber wie gesagt, das wird auch wieder an der Zeile deutlich, das ist halt Musik, das jetzt politisch auf die Goldwaage zu legen, ist schwierig. Na, ich finde, man kann es aber durchaus machen, denn wir haben ja schon einen ganz eigenartigen Diskurs, dass man, und ich will jetzt gar nicht diese große Klassismusdebatte aufmachen, aber wir haben ja schon einen sehr starken Diskurs, dass man abwertet jene, die nicht viel Geld haben. Man hat das zum ersten Mal wirklich ganz medial allumfassend erlebt bei den Einführung der Agenda 2010, bei den Hartz-IV-Gesetzen, wo wirklich tagtäglich uns gezeigt wurde, wie unverantwortlich diese Unterschicht ist und wie sehr man sie jetzt mal vom Staat an die Kandare nehmen muss, damit sie auch fleißig ist. Und wir haben das auch ganz stark jetzt, dass man sagt, na, das sind so die Abgehängten und die sind auch politisch irgendwie so ein bisschen komisch und die können wir doch gleich auch liegen lassen. Wir machen jetzt hier unser Berlin-Mitte-Fest auf Twitter und das reicht dann. Also ich finde schon, dass es diesen White-Trash-Diskurs auch in einer sehr abwertenden Weise gibt gegenüber Leuten, die wenig haben und die dadurch genau den Zugang nicht haben zu einer Bildung und die haben auch dann nicht unbedingt das Spiegel Online Plus-Abo genommen. Ich glaube, da kann man ohne da jetzt irgendwie eine politische Position zu beziehen, das fängt ja bei so ganz vielen politischen Forderungen von so einer woken Bubble auf Twitter und so an, dass irgendwie so eine Erwartungshaltung an so Leute gestellt wird, die vielleicht aus guten Gründen oder sehr nachvollziehbaren Gründen nicht den Zugang zu den Inhalten haben, die da so diskutiert werden und die dann halt so sehr, von oben herab betrachtet werden in dem. Du verströmst ja mit deinen Liedern keinen Optimismus. Wie? So weit, so gut. Na, es ist ja nicht so, dass du, du hast ja jetzt nicht da ein paar Songs drauf, die sagen, aber es wird auch alles schon ganz gut werden, morgen oder spätestens übermorgen. Wie ist das dann, wenn du dann die Songs so zusammengestellt hast? Wenn du jetzt 13 Tracks hast, ein Track ist kein Song, über das sprechen wir noch. Wie ist es dann, wenn du das dann so zusammen siehst, ist da manchmal bei dir da, oh, jetzt muss ich aber nochmal so drei Sachen machen mit doch ein bisschen mehr
Mut machen. Also das ist sehr interessant, wenn ich zum Beispiel mit Ole Vorträge halte, dann ist immer so die erste oder zweite Frage danach, aber was können wir dann jetzt tun, dass doch jetzt alles besser wird? Und dann stehen wir auch immer so ein bisschen mit dem Rücken an der Wand. Das macht es halt sehr schwierig. Das ist wirklich eine Sache, die mich beschäftigt, die mich künstlerisch auch schon lange beschäftigt, dass ich auf der einen Seite irgendwie so eine Songs gerne irgendwie schreiben wollen würde. Und vielleicht ist es mir das ein oder andere Mal auch irgendwie gelungen. Aber dieses Versprechen, dass so andere Rapper so andauernd geben auf Albumlänge oder ihre ganze Karriere lang, von du musst nur doll genug wollen und alles wird gut und alles wird besser und alles wird sich schon irgendwie in Wohlgefallen auflösen, und wenn nicht, dann kommt auch immer noch das Leben nach dem Tod, wo alles dann auf einmal plötzlich richtig geil wird und so weiter und so fort. Das Versprechen kann ich natürlich nicht geben, deswegen gebe ich mir große Mühe, und ich finde, das gelingt auch auf dem Album und auf dem letzten auch dann halt irgendwie auf einer anderen Ebene, so, weißt du, ich finde... Es gibt ja diese utopische Moment dann schon bei dir, dass es eigentlich zwei Sachen sind. Das ist einmal die Kunst und die Liebe. Das ist ja schon was, was ich, und vielleicht noch als drittes die Freundschaft. Das ist ja schon etwas, wo man durchaus auch das Lebenswerte des Lebens feiert. Ja, absolut. Außerdem irgendwie, also natürlich wird nichts besser, weil etwas anderes noch schlechter ist. Aber ich glaube ja auch nicht an so einen Determinismus. Also ich bin ja jetzt auch nicht irgendwie der Meinung, dass wir, dass jeder sein Schicksal hat und dann passiert alles irgendwie und man muss es so über sich ergehen lassen oder so. Also man hat natürlich in einem bestimmten Rahmen, aber tagtäglich die Möglichkeit, Entscheidungen zu treffen. So, der Rahmen, der ist leider vorgegeben, da wird irgendwie schon vor der Geburt gewürfelt, aber darüber hinaus hat man ja ganz viele, viele Möglichkeiten, und das kann dann auch schnell irgendwie nicht so klingen, wie ich will, deswegen schreibe ich dann so eine Songs halt auch einfach wenig, aber grundsätzlich kann man das ja schon auch sagen. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Aspekt, den wir auch sehr stark unterbelichtet haben. Sorry, dass ich dich unterbreche, Wolfgang, aber ich habe, deine Fragen sind auch immer schon so ausführlich, also jetzt so die letzten fünf oder so, dass ich dann so, ja, alles gesagt, was soll ich jetzt noch sagen? Und dann versuche ich das irgendwie, wenn dann noch so zu bejahen. Nein, ich wollte jetzt genau das aufgreifen, was du sagst. Meine These ist, dass wir natürlich materielle Abhängigkeiten haben und dass wir in einem System leben, das auf Ungleichheit basiert, und diese Ungleichheit verstärkt sich. Dennoch gibt es ja auch so etwas wie eine individuelle Entscheidungsmacht. Die ist mal größer, mal kleiner. Und niemand kann sich selbst setzen und einfach seinen Weg gehen. Und das machst du ja auch sehr deutlich klar. Aber das, was du hier auch noch betonst, ist ja, dass es schon auch Möglichkeiten gibt, sich so oder so zu entscheiden. Und mir scheint doch, dass in den großen Debatten, die Linke so führen, diese individuelle Entscheidungsmacht, die es ja auch noch gibt, völlig unterbelichtet ist. Also dass man es gar nicht mehr will, dass man auch über diese Arten der Freiheit auch der Selbstsetzung nachdenkt, und dass das auch dann dazu führt, dass linke Strömungen so unattraktiv sind für gerade junge Leute, weil was erlebt man als junger Mensch, also auch wenn man in nicht besonders guten Verhältnissen aufwächst oder so, aber wenn man die Pubertät, die ja nun wirklich was Furchtbares ist, mal durchlaufen hat, dann ist es ja so, dass man doch die ein oder andere Entscheidung tatsächlich treffen kann. Oder es auch Entscheidungen gibt im ganz Privaten und es auch den Punkt gibt, wo man einfach den Mut haben muss, jemanden anzusprechen, und wenn man es nicht tut, dann ärgert man sich. Gut, man schreibt dann danach per Insta und sagt, hey, fand ich ganz toll und wollen wir nicht mal. Aber also man kann, es kommt nicht mehr auf die Sekunde an, es gibt auch noch die Sekunde danach. Aber es sind ganz viele Sachen, wo wir doch auch als handelnde, entscheidende Individuen auftreten. Und ich glaube, dass das, wenn das nicht auch von der politischen Strömung, die links ist, aufgegriffen wird, für junge Leute zum Beispiel ganz stark so wirkt, dass die sagen, ja gut, die wollen da den Sozialismus, da sind wir uns ja einig, das kommt in den nächsten Jahren nicht. Aber die anderen, die versprechen mir wenigstens noch so eine Kraft der Entscheidung, und das wird dann radikalisiert in so einer Form, du kannst alles schaffen, du musst es nur wollen. Aber es gibt eigentlich da kaum noch einen Mittelweg. Und deswegen finde ich das gut, dass du das hier angesprochen hast. Ich glaube, also natürlich, es passiert nichts
Gutes, außer man tut es, außer man erbt irgendwie, aber wenn man sich zu Hause auf die, wenn man sich zu Hause auf die Couch legt und irgendwie hofft, dass irgendwie irgendwas passiert, dann passiert natürlich nichts. Nur, und da sind wir wieder auch bei dem Thema, bei dem wir davor waren, dass das halt schwierig ist, so eine Alles-wird-gut-Geschichte zu erzählen, weil dann doch die Geschichte zeigt, dass man halt, man kann alles geben und dann hat man vielleicht das Glück und man kann das Glück vielleicht auch provozieren mit alles geben, ja, und hat natürlich... Aber man kann auch alles geben und dann mal Pech haben und das ist halt einfach auch vielleicht nicht so, und das betrifft die meisten wahrscheinlich und das ist halt natürlich nicht so attraktiv. Aber natürlich stellt man sich als so, oder die Linke sich als so unmündig dar, wenn man das jetzt wie so ein Determinismus, wie ich sagte, voraussetzt. Das ist halt Schicksal und wir ergeben uns unserem Schicksal und es ist halt so, wie es ist, was ja auch politisch überhaupt, also auch in politischen Forderungen oder so gar keinen Sinn macht und dann auch halt auch nicht auf persönlicher Ebene. Und wann war für dich das Pech so, dass du eine Trotzhaltung entwickelt hast? War das, oder bist du generell ein trotziger Mensch, dass du sagst, ja gut, die anderen reden zwar, ich ärgere mich, aber ich mache es ja sowieso trotzdem? Das hat, da hat Musik echt so eine Exklusivität. Also ich habe ja immer, ich bin im Kindergarten schon massiv angeeckt, so einfach, weil ich auch so bin, wie ich bin. Dann bin ich Mitte der 5. Klasse das erste Mal von der Schule geflogen, bin ich... Wo ich was ganz Trauriges zum Beispiel erzählen wollte, wo auch diese White-Trash-Zeile irgendwie drin ist, also was ganz Trauriges, ganz Persönliches. Ich bin Mitte der 5. Klasse von der Schule geflogen irgendwie. Und das war so der erste ganz große Misserfolg in meinem Leben, der so, habe ich da nicht so wahrgenommen, konnte ich nicht so reflektieren, wie alt war ich, 10, 11, wenn ich das jetzt so rückblickend reflektiere. Und dann habe ich auf der neuen Schule keinen Anschluss gefunden, hatte aber auf der alten Schule eigentlich auch nie einen Anschluss und bin dann geflogen und die wollten dann auch nicht mehr mit mir. Das war halt ein Gymnasium und dann habe ich den so quasi auf deren Schulwegen aufgelauert, weil ich hatte 2 Stunden früher Schluss als die und ich kannte den Stundenplan ja noch irgendwie und hab dann auf deren Schulwegen so auf die gewartet, um mit denen irgendwie in Kontakt zu kommen. Aber die wollten halt den Kontakt zu mir nicht, weil ich war halt der Assi, der irgendwie von der Schule geflogen ist. Das vielleicht nochmal jetzt eine ganz persönliche Story dazu. Aber ich glaube, aus all solchen Sachen ist irgendwie so ein Trotz erwachsen, aber nicht grundsätzlich. Bei Musik ist es irgendwie schon speziell und ich kann gar nicht genau sagen, warum. Aber es war nicht so, dass ich dann damals, als ich dann irgendwie meinen ersten Song auf MySpace hochgeladen habe mit 13 oder so, das fand keiner gut. So, da haben mich alle und haben mich alle irgendwie zur Sau gemacht dafür eigentlich. Wie bitte? Kann man den noch hören? Zum Glück nicht. Und ich werde mein Allerbestes geben, dass es niemals dazu kommt. Das wäre doch mal ein schöner Bonustrack für die nächste Platte. Vielleicht irgendwann. Aber und daraus hat sich dann aber auf jeden Fall so ein Trotz entwickelt. Und dann bin ich auch sowieso, auch wenn das dann immer so, ich bin sehr ehrgeizig, was das angeht, einfach dann irgendwie immer gewesen. Ich habe dann so einen bissigen Ehrgeiz entwickelt, sonst würde ich das auch nicht so lange machen. Ey, ich mache das jetzt so lange und kann jetzt irgendwie die letzten 6, 7 Jahre davon teils überleben, mittlerweile auch gut von leben so und habe davor aber auch 10 Jahre irgendwie kein 8 Jahre oder so keinen Cent damit gesehen. Wenn man da nicht ein bisschen besessen ist und ein bisschen übereifrig und überehrgeizig, dann macht man das auch nicht. Also ich meine jetzt mal so ein paar Jahre Frustration und also, ja. Und wie hast du es dann geschafft, in dieser Zeit der Frustration nicht so zu verpanzern, dass man sagte, ich verhärte jetzt so sehr, dass ich eigentlich gar nichts mehr an mich rankommen lasse? Denn die Gefahr besteht ja. Das kann ich ehrlich gesagt gar nicht sagen. Also ich glaube, das würde alles blöd klingen irgendwie. Mhm. Aber es kommt dann immer, es sind dann die Kleinigkeiten. Ich habe mich dann auch immer mal an Kleinigkeiten erfreut. Das ist auch immer so, das ist auch so ein bisschen was Trauriges, dass so Sachen sich auch abnutzen. Also so Sachen, über die ich mich vor 5 Jahren, was so riesige Schritte waren in meiner Karriere, über die ich mich so irrsinnig gefreut habe, die, wenn die dann das 3. und 4. Mal passieren und so weiter. Aber ich habe es halt immer geschafft, mich auch so an so Kleinigkeiten dann irgendwie zu erfreuen in Zeiten, als es dann vielleicht mal nicht so gut lief. Aber man muss auch dazu sagen, grundsätzlich, ab dem Moment, wo ich gesagt habe, ich mache das professionell, lief es immer okay. Es lief jetzt nicht irgendwie so raketenstartmäßig wie bei manch anderem. Aber ich will jetzt auch nicht so tun, als hätte ich jetzt, also das war schon immer alles, gerade die letzten 6, 7 Jahre halt immer alles in Ordnung so. Wir müssen noch über die Liebe sprechen. Da gibt es den Song Palace Walls, da heißt es, doch ich liege bei dir und die Schmerzen vergehen und dann heißt es nochmal, keine andere tut mir gut. Inwieweit ist
die Liebe, und das ist jetzt natürlich ein unglaublich großes Thema und darauf kann auch ich eigentlich nur dumm antworten, deswegen stelle ich auch die Fragen. Inwieweit ist die Liebe das wichtigste Fundament? Also ich glaube... Oder ist sie das überhaupt? Oder ist es schön, wenn es die Liebe auch noch gibt, aber es gibt so viele andere wichtige Dinge im Leben? Also ich glaube erstmal grundsätzlich ist Verliebtsein der tollste Rausch, den es überhaupt gibt. Also das sind die besten Zeiten in meinem Leben, waren immer die Zeiten, in denen ich irgendwie verliebt war, da, wo man irgendwie das Beste aus sich rausholt, wo man eine übertriebene Energie entwickelt, irgendwie, also so war meine Erfahrung immer. Und ich glaube, Liebe tritt ja in diversen Formen auf. Ich glaube irgendwie, dass, ob jetzt in einem familiären Kontext, in einem freundschaftlichen Kontext oder halt in einem partnerschaftlichen zwischen Mann und Frau oder auch Mann und Mann oder Frau und Frau, das ist eine riesen Triebfeder auf jeden Fall. Ich glaube, also für die meisten Menschen, da gibt es auch Ausnahmen, aber ich, für mich ist das auf jeden Fall ein absolut zentrales Thema in meinem Leben, ohne dass vieles auch einfach sinnlos, mir total sinnlos erscheinen würde. Und schreibst du gerne Liebeslieder oder überkommen die dich? Sowohl als auch. Also natürlich ist es so, dass wenn man mal das ein oder andere geschrieben hat und auch vielleicht mal dollen Liebeskummer hatte oder so, das ist ja ein Gefühl, das vergisst man nie wieder. So, und das ist und das kann man dann schon auch abrufen. Aber es gibt auch Liebessongs, die mich auch schon überkommen haben. Und das ist natürlich irgendwie dann auch ein Thema, dass das ja auch so ist, dass ich ja auch weiß, wer meine Musik zum Teil hört. Und oft denke ich darüber auch nach im Studio, beim Schreiben oder beim Machen eines Songs. Nicht nur, dass jetzt irgendeine Frau das hört, von der ich mir wünschen würde, dass sie es hört, sondern von so diverse Leute, von denen ich weiß, der hört das. Und das ist ein Antrieb, aber bei Liebesliedern schon im, besonders, nochmal würde ich sagen. Und hat die Liebe für dich was Politisches auch? Ja, auf jeden Fall. Also wir sind ja, wie gesagt, wir wachsen alle nicht irgendwie im luftleeren Raum auf. Wir sind alle mit Ideologie internalisiert und indoktriniert und wir, nicht nur, dass wir irgendwie eine konkrete Vorstellung von klein auf an davon bekommen, wie Beziehungskonzepte irgendwie auszusehen haben und so weiter, dann sind natürlich auch wirtschaftliche Sachzwänge und die Art, wie wir leben, können ja auch eine riesige Belastung sein für Beziehungen und so weiter und so fort und für Familien. Deswegen, ja, auf jeden Fall. Und doch hat die Liebe ja vielleicht auch so was Asoziales, insofern, dass man sich abkapseln kann zu zweit und hat da eigentlich dann nichts mehr mit der Gesellschaft zu tun. Also wenn man an das romantische Liebeskonzept denkt, ob jetzt in der englischen Literatur des 19. Jahrhunderts oder bei Richard Wagner, Tristan und Isolde, ist es ja einfach so, wir sind uns die Welt, wir zwei, und alles andere ist egal. Also selbst wenn die Welt untergeht, dass wir zwei sind, genügt uns. Und das ist ja doch auch eine Komponente, die eigentlich die Liebe wiederum sehr unpolitisch macht. Also über das hinaus, was du jetzt angesprochen hast, zum Beispiel, wie organisiert man überhaupt Liebe? Wie werden die Partnerschaften organisiert? Sind die gleichberechtigt und dergleichen? Nee, also natürlich ist das nicht immer alles per se politisch. Also ich glaube erstmal, das ist meines Erachtens nach eine sehr romantische Vorstellung auch. Das mag es in Einzelfällen geben, aber ich glaube auf ganz viele ist das auch nicht übertragbar und funktioniert das leider nicht so, wie man sich das wünscht und vorstellt. Nee, aber natürlich gibt es auch Sachen, die so weitestgehend von so systemischen oder politischen Sachen abgekoppelt sein können, gerade auf einer emotionalen Ebene. Also jetzt mal ganz random, aber wenn, keine Ahnung, wenn jemand stirbt, der mir nahe steht, das ist völlig egal, in welchem System irgendwie oder wie die Gesellschaft organisiert ist, das tut mir dann weh. So. Und, ja. Es gibt, glaube ich, nicht allzu viele Liebeslieder, in denen auch die FDP vorkommt, aber bei dir ist das natürlich der Fall. Und dann sagst du, dass gibt es nicht diesen TikTok-Channel von der Polizei Berlin? Da werden immer mal wieder Lieder gesungen und keine Ahnung, das wirkt dann mal ein bisschen alles ungefähr so. Okay, du sagst auf jeden Fall, die FDP regiert das Phantasialand und damit ist, glaube ich, dann Deutschland gemeint, oder? Ja, nee, das Phantasialand. Ja, FDP und Liebe, das passt nicht so recht zusammen, deswegen springen wir zu einem Lied, das keines ist, nämlich zu dem 10. Track und da höre ich dann plötzlich die Stimme von Günter Gauss, der fragt Rudi Dutschke,
Hat das denn überhaupt Sinn? Wollen Sie nicht lieber eingestehen, man kann doch gar nichts tun? Warum sagen Sie nicht, man kann gar nichts ändern? Und dann antwortet Rudi Duschke, und ich will es in Gänze vorlesen: Viele geschichtliche Zeichen deuten darauf hin, dass die Geschichte einfach nicht ein ewiger Kreisel ist, wo nur immer das Negative triumphieren muss. Warum sollen wir vor dieser geschichtlichen Möglichkeit Halt machen und sagen, steigen wir aus, wir schaffen es doch nicht? Irgendwann geht es mit dieser Welt zu Ende, ganz im Gegenteil. Wir können eine Welt gestalten, wie sie die Welt noch nie gesehen hat. Eine Welt, die sich auszeichnet, keinen Krieg mehr zu kennen, keinen Hunger mehr zu haben, und zwar in der ganzen Welt. Das ist unsere geschichtliche Möglichkeit. Und da aussteigen? Ich bin kein Berufspolitiker, aber wir sind Menschen, die nicht wollen, dass diese Welt diesen Weg geht. Darum werden wir kämpfen und haben wir angefangen zu kämpfen. Rudi Dutschke. Einmal vielleicht ein Applaus für Rudi Dutschke an der Stelle. Das ist eine Springer und Eigner. Das ist eine ungewöhnliche. An der Stelle auch. Das ist eine ungewöhnliche Idee, keinen Song dann zu machen, sondern Rudi Dutschke zu bringen. Warum Rudi Dutschke und warum auch einfach als Statement und nicht eingearbeitet in einen Song, sondern nur ihn zu Wort kommen zu lassen? Also ich erzähle auf 9 Songs ja im Wesentlichen, wie scheiße ich die Welt finde. Und dann geht es da halt darum, das ist das, was ich vorhin meinte. Auch auf ganz persönlicher Ebene ist Leid ja immer eine Triebfeder, eine krasse, um sich irgendwie in Bewegung zu setzen. Also bei mir war es immer so. Und die Leute, die vom Kapitalismus profitieren, für die ist das natürlich das Maß aller Dinge. Dazu kommt das Sein, bestimmt das Bewusstsein. Das heißt, es hängt schon an den Benachteiligten, in welcher Form auch immer, dieses System zu bekämpfen und zu überwinden letztendlich. Und ich hänge auch immer zwischen Resignation und Hoffnung irgendwie, wie wir alle wahrscheinlich. Ja, und in der Tat. Ich denke mir aber, wenn alle in der Geschichte irgendwie immer gesagt hätten, wir können es nicht ändern, so, und das ist halt so, und die Herrschenden, wie gesagt, die sagen es ja sowieso, weil für die ist es ja auch tippitoppi in allen Systemen. Dann hätte sich diese Welt halt nie verändert. Und ich glaube, auch wenn es dann mal schwer ist und man auch mal hoffnungslosere Momente hat, und momentan kommt das, glaube ich, öfters vor, muss man dann trotzdem irgendwie versuchen, weiterzumachen. Irgendwie, weil, wie gesagt, hätten die Leute in der Geschichte der Menschheit irgendwie immer gesagt, wir schaffen es eh nicht, dann... Alle Errungenschaften, die wir heute haben, und das fängt an bei der 40-Stunden-Woche, hört auf bei Krankenversicherungen und was weiß ich. Also alles Dinge, die erkämpft wurden. Also keine Errungenschaft, die wir haben, ist in irgendeiner Weise selbstverständlich. Was auch bedeutet, jede Errungenschaft kann auch wieder weggenommen werden von jenen, die plötzlich sagen, na, eine 50-Stunden-Woche wäre besser, oder die Leute sollten lieber bis 70 arbeiten und. Wir könnten jetzt viel aufzählen, wo es ja tatsächlich Bestrebungen geht, dass man das, was erkämpft wurde, wieder zunichte macht. Und in der Tat ist es aber so, dass im Moment man doch so unglaublich, dadurch, dass man diese Frustrationen erlebt, denkt, es hat jetzt gar keinen Zweck mehr. Aber wenn man sich dann ein bisschen die Geschichte ansieht, dann gab es auch unglaublich viele andere Situationen, die wenig aussichtsreich waren. Also wenn man sich allein mal ansieht, wie Arbeiter im 19. Jahrhundert arbeiten mussten, wie da in der Fleischindustrie produziert wurde. Und wir sind immer noch an einem Punkt, wo das eine Riesenkatastrophe ist, wie da produziert wird. Aber wenn man das vergleicht, dann kann man sagen, es sind auch ganz viele Fortschritte gemacht worden, historische, aber eigentlich immer mit dieser Idee, dass es nicht verlorene Mühe ist. Und man kann sich ja auch in dem Sinne gar nicht ausklinken. Also ausklinken können sich nur die Rentierkapitalisten sind, die sagen, ich bekomme eh mein Geld aufs Konto, egal was ich tue. Aber alle anderen müssen ja auch Teil des Ganzen sein. Und ich glaube, dass das so wichtig ist, dass man es auch erkennt, dass es dieser Prozess ist, der zu allem, was wir heute genießen,
was dann auch die FDPler genießen, ja, dass das etwas ist, was nicht von den FDPlern von früher erkämpft wurde, sondern gegen den Willen der FDPler erkämpft wurde, und die nehmen sich aber jetzt auch dankbar mit. Und deswegen, glaube ich, ist diese Perspektive so ganz entscheidend, dass man sagt, ja, es ist vollkommen aussichtslos, aber die Möglichkeiten klirren. Und diese Möglichkeiten zu ergreifen, welche das dann sind, das ist eine Schwierigkeit, das hängt mit Organisation und all dem zusammen, da konnte Rudi Dotschke auch viel erzählen, aber dass man erkennt, dass Fortschritt möglich ist, scheint mir das ganz Entscheidende zu sein. Was ist... Und hier würde ich auch noch mal... Ich hatte ein bisschen Gänsehaut. Diese Beharrlichkeit, ich würde das nochmal gerne verbinden wollen, denn was wir eigentlich bei den sozialen Kämpfen erleben, der Feminismus ist ein wahnsinniges Beispiel, wie radikal der Feminismus aufgetreten ist für eine Minimalforderung, wie wählen zu dürfen. Wenn man da Rosa Luxemburg reden oder so liest, dann glaube ich, müssen wir doch vielleicht nochmal eine kleine Kombination herstellen. Einmal aus der Beharrlichkeit der sozialen Kämpfe, die stattgefunden haben, und der Beharrlichkeit auch des Künstlers, der Beharrlichkeit, mit dem Scheitern umzugehen. Eigentlich ist deine Situation, aus der du kommst, relativ aussichtslos auch gewesen. Nun hast du ein besonderes Talent, bist damit gesegnet, aber es hat ja dann auch Glück gebraucht, aber es hat auch diese Beharrlichkeit gebraucht, um einen Erfolg zu haben. Und ich glaube, man kann diesen individuellen Erfolg jetzt bei dir auch durchaus verbinden mit einer generellen Beharrlichkeit, die man an den Tag legen muss, wenn man politisch etwas verändern will. Auch absolut mit einem politischen Progress in irgendeiner Form, weil ich sag ja im ersten Song, sage ich, wurde gehasst für das, wofür Leute mich heute lieben, und heute werde ich wirklich auf Festivals gebucht für viel Geld, die mir vor 5 Jahren noch explizit abgesagt haben, weil ich denen zu politisch bin, die mich heute explizit einladen, weil ich so politisch bin. Und ich habe jetzt inhaltlich nicht irgendwie, habe ich, wie gesagt, erzähle ich eigentlich seit Jahren Ähnliches. Und das also brav ist dein Album nicht, das kann man wohl unterstreichen. Nee, absolut nicht. Das ganz viel super Radikales drauf, aber man merkt ja, dass dieses Radikale anschlussfähig ist gerade und auf einmal und immer mehr, und dass man immer weniger Leute findet, die sich da mega drüber echauffieren, außer irgendwelche kommen in die WhatsApp-Gruppe, Vollidioten, die auf die auch geschissen ist am Ende des Tages so. Aber, oder kommen in die Gruppe, ich zeig dir, wie du reich wirst in 15 Minuten. Aber was das alles gibt. Da sieht man ja schon, dass da was passiert. Also finde ich auf so vielen Ebenen. Vielleicht geht es dann auch darum, wenn du sagst Beharrlichkeit, wie ich vorhin sagte, in Bezug auch auf meine Karriere, irgendwie sich an Kleinigkeiten zu erfreuen und da dann vielleicht auch die Kleinigkeiten zu sehen in einem politischen Progress und zu sehen, okay, ey, vielleicht passiert hier ja doch irgendwie was. Und vielleicht ist Revolution auch einfach nicht irgendwann, und natürlich ist Revolution nichts, was jetzt irgendwie so passiert. Ich stelle mir das immer vor wie so einen riesigen Luftballon, den man aufbläst und aufbläst und aufbläst und aufbläst, und das kann über eine Ewigkeit gehen, und vielleicht kommt am Ende, kommt die Nadel, und dann wirkt es auf einmal so, als wenn es auf einmal geknallt hätte und alles ist anders, aber da musst du... Es ist eher das Prozesshafte dann doch. Ja. Das Prozesshafte. Aber widersprich mir gerne, ne? Also wenn nein, ich glaube jetzt nicht an den großen Knall unbedingt, beziehungsweise glaube ich, dass wenn der große Knall kommt. Nee, das meine ich jetzt auch nicht als den ganz großen Knall so, sondern. Aber ich glaube, dass diese Beharrlichkeit tatsächlich viele Dinge verändern kann. Und ich glaube, dass es, wenn man das mit Gramsci sieht, schon ja auch. Entscheidend ist, dass das kulturell auch stattfindet. Also jemand wie Antonio Gramsci würde ja sagen, dass man auch eine kulturelle Hegemonie am besten erst herstellen kann, um dann eine politische Hegemonie, eine wirtschaftliche, darauf aufzubauen. Das heißt also, es muss erstmal auch ein Bewusstsein dafür geschaffen werden, wo es im Argen liegt. Und das kann ja über die Kunst stattfinden. Und wenn ich jetzt darüber nachdenke, über meine Zeit, als ich an der Schule war oder auch dann studiert habe, da war die populäre Musik
eigentlich nicht so stark politisiert oder es war, glaube ich, nicht vorstellbar vor 10, 15 Jahren, dass wir hier so einen Abend machen. Nicht nur, weil du dann noch diesen Song da von MySpace uns hättest präsentieren müssen, sondern generell glaube ich, dass das noch nicht da war. Also wenn man sich auch mal die großen Hits aus der Zeit oder so anhört, es war wahnsinnig unpolitisch. Also eigentlich diese Diagnose von Francis Fukuyama, wir leben am Ende der Geschichte, das war eigentlich meine Jugenderfahrung. Also meine Jugenderfahrung ist... Ja, es gibt immer mal wieder einen neuen Hit, aber es gibt auch in dem Sinne nicht mehr eine große politische Debatte um irgendetwas, sondern irgendjemand hat gesungen, I can be your hero, baby. Und man hat erst später herausgefunden, dass es eher so ein Stalking-Song ist, ne? Ja, nee, also gerade auf internationaler Ebene, das ist natürlich dann am Ende auch jetzt nicht irgendwie, ist jetzt nicht irgendwie... Ach nee, das war der andere. You can run, you can hide, but you can't escape my love. Ist ja eine ziemliche Drohung. Alright. Nee, man sieht ja gerade irgendwie so, wenn man jetzt sagt, Kendrick Lamar, Stormzy oder so, die jetzt zwar keine Sozialisten sind, aber die trotzdem irgendwie radikale politische Songs schreiben. Und das ist ja trotzdem mega anschlussfähig. Also ich würde schon sagen, dass so politische Musik irgendwie oder politische Kunst wieder aktuell eine relativ große popkulturelle Relevanz hat und wachsend auch. Aber ein Popsong durfte dann doch auf deinem Album nicht fehlen, nämlich Supergirl von Raymond. Wie kam es dazu? Alkohol. Ist es so einfach? Also ja, im Wesentlichen ist es so einfach. Irgendwie im Halbsuff. Aber es ist schon ein guter Song, ne? Halbsuff, so eine Play. Ich finde den schon gut, ja. Ja. Sonst hätte ich es ja nicht gemacht. Aber so im Halbsuff haben wir irgendwie den Song gehört und dann meinte ich, lass da was draus machen. Gesagt, getan, da ist er. Und Raymond hat gesagt, wunderbar, mach das. Ray Garvey hat gesagt, wunderbar, mach das. Prima. Und das ist aber zugleich ein Song, der... Davon handelt, dass sich da eine Tür verschließt. Komm niemals in ihr Herz, darf nicht mal ins Hotel rein. Ich glaube, jetzt wird es richtig unangenehm. Naja, erläutere es. Der spricht für sich, der Song. Ja, okay, du bist, wir sagen noch einmal, du bist da Melancholiker in diesem Song. Und der Song spricht dann für sich und die Melancholie führt uns zur Traurigkeit. Du hast dich sogar entschieden, eine Ode an die Traurigkeit auf deinen Song zu packen. Was ist die Traurigkeit als Gefühl für dich? Ein ganz, ganz intensives, ganz inspirierendes Gefühl. Ich finde, so Traurigkeit ist ja was ganz anderes als Depression zum Beispiel. Depression ist ja irgendwie gar nichts fühlen, sich scheiße fühlen. Aber Traurigkeit, ich weiß nicht, ich wünsche das jedem, dass der dieses Erlebnis mal gemacht hat, kann ja auch was... ganz Schönes sein. Einfach, es kann ja auch irgendwie was auf eine komische Art Schönes haben, mal ganz traurig zu sein. Weißt du, was ich meine? Kannst du damit was anfangen? Ja, ja, ja. Sehr. Und was mich auch so erstaunt hat, ist, dass du nicht nur über Traurigkeit sprichst, sondern auch sagst, dass du geweint hast und dann aufzählst, wo du überall geweint hast. Und man hat sonst immer so ein Klischee von Hip-Hop vor Augen. Das sind Männer, die nicht weinen, aber du machst das Weinen so ganz stark. Wie wichtig sind dann die Tränen? Extrem wichtig. Also ich habe wirklich das Gefühl, dass man fast in jeder Situation, in der man weint, leider habe ich, also desto älter ich werde, desto mehr verlerne ich das, aber es gibt Situationen, da tut Weinen ja extrem gut und ist extrem befreiend. Also ich bin großer Fan vom Weinen. Ja, sehr gut, sehr gut. Ich im Übrigen auch, deswegen gehe ich ins Kino. Da kann man unglaublich gut weinen, das ist herrlich. Weinst du da regelmäßig? Ja, aber nicht nur, wenn der Film schlecht ist, sondern auch, weil ich gerührt bin. Ja. Hashtag Til Schweiger. Ja, also ich muss sagen, Til Schweiger bringt mich dann doch eher zum Lachen als zum Weinen, aber ich lache über ihn, nicht mit ihm. Das ist, glaube ich, das Problem da eher, aber ich weine regelmäßig in Filmen, ja. Und finde das auch wunderbar und versuche dann auch möglichst damit fertig zu werden, wenn der Film zu Ende ist, damit man wieder gut rausgehen kann.
ganz kurz nochmal zu dem Rudi-Skit. Das merken wir ja jetzt. Jetzt reden wir ja auf einmal über persönliche Sachen. Für mich ist das auch so eine Trennlinie in diesem Album. Es sind so neun sehr politische Songs, dann kommt das und dann kommen ja drei. Die Songs davor sind auch persönlich, aber nochmal anders persönliche Songs. Und das kann man vielleicht ergänzend nochmal sagen. Das ist mir gerade wieder aufgefallen, dass das schon was. Und der letzte Song ist dann auch nochmal in ganz besonderer Weise persönlich, weil du deinen Standpunkt erst dargelegt hast und dann aber auch deine Position in der Gesellschaft nochmal deutlich markierst und sagst, dass du privilegiert bist. Inwieweit ist das ganz entscheidend, diese Selbstverortung auch vorzunehmen? Denn oftmals verschleiert man ja immer so die eigene Position. Ich finde das extrem wichtig. Also vor allem auf dem Album fand ich es extrem wichtig und deswegen dieser Song, weil ich es extrem wichtig finde, bei all der Scheiße, die ich aufzähle, auch meine Privilegien, meine ganz persönlichen, und meine Situation ist ja mittlerweile eine sehr privilegierte und ich bin von Natur aus auf vielen Ebenen irgendwie privilegiert, wenn ich als weißer Mann irgendwie in Mitteleuropa geboren werde. Und das war mir wichtig, das irgendwie auch nochmal zu sagen, weil ich es anmaßend gefunden hätte, Leuten, die weniger privilegiert sind, jetzt irgendwie auf neuen Songs zu erzählen, wie scheiße ich die Welt finde. So. Also wie gesagt, ich finde nicht, dass irgendwas besser wird, nur weil etwas anderes noch schlechter ist oder so, das funktioniert nicht. Aber mir war es wichtig, einfach nochmal zu sagen, dass ich auch viel Glück habe und hatte. Glück ist ja ein ganz entscheidendes Privileg. Also einmal das Glück, wie man zur Welt kommt, mit welchen Talenten man zum Beispiel auch ausgestattet ist. Und du hast dieses Glück, mit dem Talent des Musikmachens ausgestattet zu sein, dass du die Sprache beherrschst, in einer unglaublichen Geschwindigkeit hier rappen kannst und trotzdem so ungeheuer präzise bist. Und diese Komponente des Glücks ist ja eine, die immer weniger für uns präsent ist. Ich weiß, dass Dieter Bohlen mal vor einigen Jahren ein Buch veröffentlicht hatte, wo er so Erfolgstipps gibt. Und da war so seine These. Klingt spannend. Es ist 99% etwa Fleiß und der Rest ist Glück. Und da würde ich sagen, nee, das ist sicherlich falsch. Also man kann jetzt auch nicht sagen, alles ist Glück und man braucht eigentlich keinen Fleiß. Aber ich würde fast sagen, es ist schon mindestens 50-50. Also wenn ich auch an meinen Weg so denke, den ich genommen habe, dann spielt das Glück eine ganz, ganz entscheidende Rolle bei aller Disziplin, die ich sicherlich auch an den Tag lege. Ich finde, wenn man noch weiter zurückgeht, ich bin halt in Hamburg geboren und nicht in Somalia. So. Ja. Und da fängt es ja schon an. Ja. Und deswegen sage ich, und das ist aber genau das, was ich meine. Natürlich hat man die Möglichkeit, Entscheidungen zu treffen, aber halt in einem vorgegebenen Rahmen. Und das unterschlägt die liberale Erfolgsgeschichte, aber Linke unterschlagen dann manchmal vielleicht einfach auch, dass es halt diese Möglichkeiten gibt, Entscheidungen zu treffen. Mhm. Ja. Und dieses Glück, das kannst du zum einen nicht so richtig fassen, zum anderen aber ist in dem Song auch zu spüren, dass du es nicht so richtig genießen kannst oft. Oder wir hören da eine Frauenstimme in diesem Song, die sagt, es ist eigentlich schon so eine Verschwendung, dass du es nicht so richtig genießen kannst. Warum fällt dir der Genuss so schwer? Also erstmal bin ich so ein Weltschmerztyp. Da haben wir ja schon drüber geredet. Deswegen halte ich mich oft auch einfach von Tagespolitik fern. Wir sind jetzt halt mit Dreisat, was ich meinte, wegen dieser Aktion, als ich die Bügel da abgeflext habe, irgendwie unterwegs gewesen und dann sind wir vorm Café mit Herz gewesen, einer Obdachlosenhilfe, und das war aber ein Sonntag, deswegen hatten die zu, und dann habe ich mir überlegt, weil ich halt mit einigen wirklich in so einem persönlichen Kontakt stehe, mit einigen Obdachlosen auf St. Pauli, weil ich die halt on a daily base sehe, und dann unterhält man sich und wie geht's und merkt da erstmal, dass das ganz andere Probleme sind. Na, wie läuft's heute, wie ist es heute, ja scheiße, gleich fängt's an zu regnen, ich weiß noch nicht wohin und so weiter und so fort. Und auf jeden Fall habe ich dann die Leute von Dreisat gefragt, ob ich mal einen, den ich da kenne, fragen soll, ob der Lust hat, ein paar Sachen für die Kamera zu sagen. So. Und da ging es natürlich ganz, ganz wichtig, dass das nicht irgendwie so sozialtouristisch oder so wirkt, sondern dass das als Pietät hat. Auf jeden Fall habe ich deswegen gesagt, wartet mal ab und so, und ich gehe da mal hin und bin dann um die Ecke gegangen. Und in dem Moment, wo ich um die Ecke gekommen bin,
hat der, den ich fragen wollte, sich eine eingefangen und ist rückwärts zu Boden gegangen und hatte großen Schmerz. Und ich dann auf einmal in der Situation, mich wiedergefunden, da irgendwie dazwischen zu gehen, in so einer Situation so völlig aus dem Off. Und bin dann dazwischen gegangen, habe den einen, dann den Aggressor dann weggeschickt, der ist dann auch weggegangen. Das Kamerateam hat den dann auch noch gesehen und hat auch sofort gesehen, dass das der Aggressor ist. Und dann haben wir halt, mit dem Sven, sagt er auch, und dem war es auch ganz wichtig, dass er nicht zensiert wird und so, und er steht dazu und ihm ist das wichtig, dass die Leute das wissen und so weiter. Und dann haben wir halt mit dem Sven ein Interview gemacht und hat halt bitterlich angefangen zu weinen und sagt, dass er, weil er sagt, wärst du gerade nicht dazwischen gegangen, hättest du mich nicht zurückgehalten und so, sagt er dann on cam, dann hätte das ganz anders ausgesehen. Und dann sage ich, hast du das richtig gemacht und so, es macht doch keinen Sinn, irgendwie in der Zelle sein. Und dann sagt er, dass er viel lieber am Knast wäre als draußen auf der Straße, weil er da halt eine warme Mahlzeit hat, irgendwie ein trockenes Bett. Und das ist eine Lebensrealität in Deutschland. So. Und wie soll ich meine Privilegien genießen, solange es Leute gibt um mich herum, die so leben müssen? Und natürlich habe ich meine Momente, wo ich sage, ey, das ist geil, wie das gerade alles ist. Aber solange es anderen so geht, werde ich das, glaube ich, nie vorbehaltlos und voll genießen können. Und das meine ich da auch und sage ich da auch. Das ist ein wunderbares Schlusswort und so bleibt mir am Schluss nur, dir Danke zu sagen für dieses wunderbare Album, für diese Musik. Und meine Aufforderung ist, dass bei all dem, was wir heute besprochen haben und was wir tagtäglich sehen, wir trotzdem das Genießen des Zusammenseins nicht verlieren sollten, das Genießen der Musik nicht verlieren sollten und dass wir uns freuen können, wenn wir deine Musik jetzt auf dem Album bald auch in Konzerten gemeinsam genießen können. Vielen Dank, Disaster. Vielen Dank, dass ihr da wart. Vielen Dank. Danke. Dankeschön. Tausend Dank.